Heute auf der Hochzeitsmesse in Oldenburg geht es um das magische Hochzeitslächeln. Wie kann ich sowas erlangen? Das ist eine gute Frage, ja, und wir freuen uns, hier zu sein, Herr Mecher. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses magische Lächeln zu erlangen. Das eine ist das, was Sie natürlicherweise mitbringen. Das ist nämlich Ihr eigenes, Ihr persönliches Lächeln. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, dieses Lächeln noch ein bisschen, wenn Sie so wollen, magischer zu verzaubern, indem wir unseren Beitrag leisten, dass Zähne, die ja altersgemäß immer mit der Zeit ein wenig sich auch verfärben, die abdunkeln, die ja etwas in der Strahlkraft nachlassen, dass wir unseren Beitrag leisten, diese Zähne eben wieder erstrahlen zu lassen. Und ja, wir sind heute in der Lage, mittels moderner Bleaching-Methoden das sehr erfolgreich auch anzubieten und durchzuführen. Mhm. Durch Nikotin, durch Kaffee, durch Tee, durch das alltägliche Essen verfärben die Zähne. Welche Arten von Bleaching gibt es oder welche Arten von Bleaching bieten Sie an? Ich habe es gerade schon auf einem kleinen Vorgespräch auf dem Stand gesehen. Es gibt verschiedene Arten. Exakt, ja. Also es gibt einmal das Bleaching, was Sie selber zu Hause durchführen können, mittels zum Beispiel dünner Strips, die auf die Zähne aufgeklebt werden. Das ist das, was wir hier auch auf dem Stand anbieten. Ein spezielles Gel, was es nur auch in der Praxis gibt. Das können Sie auch nicht in Drogerien oder Apotheken kaufen. Sie können ja auch übers Internet auch solche Bleaching-Materialien erwerben. Davon raten wir eher ab, weil es schon wichtig ist, individuell die Dinge auch zu bewerten, im Vorfeld zu bewerten. Die Fragestellung, ist das für jeden geeignet? Gibt es möglicherweise individuelle Einschränkungen, Kontraindikationen? Und auf Ihre Frage zurückzukommen, verschiedene Möglichkeiten. Zum einen das angesprochene Bleaching über diese Strips. Es gibt auch verschiedene Gele, die man in Hülsen oder Schalen oder Schienensysteme, also konfektionierte Schienensysteme einbringt und einwirken lässt. Das kann man auch gegebenenfalls zu Hause durchführen. Nochmal, das ist nicht unser Favorite. Und was wir als das erfolgreichste System kennengelernt haben, das ist das Power Bleaching in der Praxis. Verschiedene Vorteile kommen zusammen. Zum einen die professionelle Begleitung im Vorfeld, professionelle Zahnreinigung, also die Zähne werden optimal vorbereitet. Die Schutzbedingungen, Schutzmaßnahmen werden optimal durchgeführt und im Ergebnis dann auch eine Aufhellung, die sich, so, wenn Sie so wollen, wirklich sehen lassen kann. Ganz wichtig, wir haben es gerade schon angesprochen, ist es für mich geeignet? Wir haben es gerade angesprochen, im Internet kann ich es bestellen, überall, das sollte man natürlich nicht tun. Jetzt möchte jeder ein schönes strahlendes Lächeln haben. Ist es für jeden geeignet? Also grundsätzlich ist es für jeden geeignet und ja, es gibt individuelle Kontraindikationen, zum Beispiel offene Kariesstellen, freiliegende Zahnhälse, verschiedene Rezession, Zahnfleischrückgang, solcherlei Dinge. Also ich empfehle schon ganz ausdrücklich, dass das in jedem Fall individuell geprüft werden sollte. Und dennoch, grundsätzlich ist das Bleaching für jeden geeignet, es sei denn, zum Beispiel die Zähne sind mit Kronen versorgt, also Keramik oder Metall lässt sich naturgemäß nicht bleachen. Kunststofffüllungen sind heutzutage durchaus so, dass sie auch, wenn Sie so wollen, in Anführungszeichen mitgebleacht werden. Verständnisfrage, wenn ich Kronen habe bzw. bekommen würde, dann vorher bleachen und dann erst die Kronen? Das bietet sich an, gerade im Zeitalter der Vollkeramik. Ja, wenn also eine vollkeramische Versorgung erfolgt, dann ist es schon sehr sinnvoll, dass der Untergrund schon strahlt. Ja. Herr Hirschfeld, Sie sind eine Frohnatur, aber naturgemäß haben wir ziemlich viel Angst vor dem Zahnarzt. Das ist immer so, das ist bei jedem wahrscheinlich so. Wenn ich zu Hause einen Fleck wegmache, dann benutze ich harte Scheuermittel. Jetzt die Frage, ist sowas schmerzhaft? Eine gute Frage. Es kann durchaus individuell bei empfindlichen Personen zu Schmerzsensationen führen, was eben auch Hintergrund ist, dass wir sagen, wir empfehlen es in der Praxis es durchzuführen, weil wir da im Vorfeld schon über Vitalitätsproben etc. Möglichkeiten haben, einfach auch rauszufinden, wie groß ist die Gefahr, dass es im Nachhinein Beschwerden macht.
Und wir können dann eben auch Begleitmaßnahmen in Form von Prämedikation oder gegebenenfalls auch eine ganz leichte, moderate lokale Betäubung individuell einsetzen. Das ist nicht die Regel und ja, das kann sein. Das muss man auch klar so ansprechen. Wie alles eben im Leben. Ich bin Journalist, trinke viel Kaffee, rauche sehr, sehr viel. Wie lange hält so ein Bleaching an? So, wenn ich jetzt für Sie persönlich individuell bewerte, dann würde ich jetzt spontan einschätzen, circa ein Jahr. Wenn Sie jetzt, ja, nicht rauchten, wenig Kaffee trinken, dann durchaus 2 bis 3 Jahre. Ja. Okay. Zur Behandlung. Wenn ich komme, Terminierung mache, wie lange dauert solch eine Behandlung? Wenn Sie 1,5 Stunden rechnen, dann sind Sie perfekt ausgestattet, terminlich, zeitlich. Finanziell, ganz, ganz wichtige Frage, kann man das grob anreißen? Die Spanne für das Bleaching liegt deutschlandweit in einer Größenordnung von, sagen wir mal, 300 bis 600 Euro. Irgendwo in dem Bereich pendelt es sich ein. 500 Euro sind durchaus keine Seltenheit und unser Messeangebot hier im Sinne von Magic White Wedding und Magic Smile lautet, wenn Sie bei uns 320 Euro für das Bleaching inklusive Prophylaxe und wenn Sie es als Wedding Special nehmen, dann bekommen Sie einen 50 Euro Gutschein, kommen Sie als Paar. Und da sehen wir durchaus auch Gleichgeschlechtliche, dann erhöht sich dieser Gutschein auf 60 Euro pro Person. Das ist fantastisch. Herr Hirschfeld, gab es schon mal Sonderwünsche? Sie sind ja auch nicht nur Bleacher vom Beruf, sondern eben Zahnarzt vom Haus aus. Gab es schon mal Sonderwünsche? Ja, gelegentlich gibt es Sonderwünsche und da gilt es in der Tat immer sehr speziell zu differenzieren und zu bewerten, ob dieser Wunsch erfüllbar ist. Also ein Beispiel, ein Diamant in eine Krone eingearbeitet, ist medizinisch, wenn es bestimmte Kriterien einhält, durchaus machbar und dem kann man zustimmen. So würde ich das beantworten. Es gibt auch diese kleinen Brillis, die man draufkleben kann. Wie gesund ist sowas? Das ist, wenn es auch fachmännisch gemacht wird, auch vertretbar.